Vielen Dank. Ja, jetzt habe ich schon wieder die Ehre, diesmal die zweite Hälfte des Konzerts zu eröffnen. Ich freue mich sehr. Jetzt hören Sie die Arie, eigentlich den Czardasch der Rosalinde aus der Fledermaus von Johann Strauss. Und Rosalinde ist hier auf diesem Maskenball in der Villa von Prinz Orlowski. Sie ist hier natürlich auch wegen der Liebe, aber das ist eine komplizierte Geschichte. Sie ist verkleidet als ungarische Gräfin. Dabei ist sie überhaupt keine ungarische Gräfin. Und wie das so ist, wenn man etwas ganz stark behaupten muss, das man eigentlich überhaupt nicht ist, gibt sie sich jetzt unglaublich viel Mühe, die wunderbaren Klänge und Erinnerungen ihrer Heimat zu besingen. Und Sie werden das gleich merken, damit, da wirft sie wirklich mit allen Begriffen, die ihr zum Thema Ungarn eingefallen sind. Und genau, mir wären wahrscheinlich die gleichen Begriffe eingefallen, da hat sich Strauss schon was bei gedacht. Und jetzt hören Sie also Klänge der Heimat von Rosalinde, Johann Strauss. Zentrum sein.